Wir sind ganz froh, dass wir das Gefühl haben, im Wattenmeer gebraucht zu werden. Captain ist angespannt. Und Maike, Hut ab, hat sich jetzt letzten Freitag in Flensburg angemeldet zur Schule. Dann wird sie Kapitänin. Wenn ich einmal was zusag, dann mache ich das. Ich hoffe, sie schaffen das. Ich drücke ganz doll die Daumen. Uhr 4:30. Hafen Schlüttsiel an der Westküste Schleswig-Holsteins. Nähe Dagebüll. Wie so oft sind sie als Erste unterwegs. Kapitän Bernd Dietrichsen und seine Frau Maike. Heute geht's mit ihrem Frachter, der so heißt wie die Frau des Kapitäns, raus zur Hallig Langenes. Und zwar sind wir unterwegs zum Klärschlammfahren von den Halligen. Die Abwässer müssen ja auch ans Festland. Wir leben hier ja im Nationalpark bzw. in einer Zone, wo nichts eingeleitet werden darf. Und so müssen auch die Abwässer ans Festland gebracht werden. Eine aufwendige Geschichte für die Gemeinden, für die Kommunen und eben auch für uns. Die Gülletanks haben sie extra für diese Touren an Bord verzurrt. Ohne Maike und Bernd würden die Hallig-Leute auf ihrem Schiff sitzen bleiben. Wir fühlen uns, Maike und ich, eigentlich der Hallig-Welt verbunden eben. Und daher ist es für uns eine Freude, für die Hallig-Welt in dem Sinne da sein zu dürfen. Was nicht immer ganz einfach ist. Aber wie gesagt, ist eine Abwechslung zum Touristenfahren. Was wir ebenfalls sehr gerne machen seit 32 Jahren. Ist eine Abwechslung. Und wie gesagt, die Maike, das schöne alte Schiff, will ja auch gern mal bewegt werden. Die beiden haben sich vor ein paar Jahren kennengelernt. Maike ließ ihr altes Leben hinter sich und heuerte bei Bernd an. Das war der richtige Zeitpunkt. Die Kinder sind groß, alles ist fertig. Und wenn man dann nochmal was anderes machen kann, ist das auch schön. Ich habe vorher überhaupt nichts mit Schiffen zu tun gehabt. Immer mit der Nordsee, ich bin hier groß geworden, aber nichts mit Schiffen. Und das kann man lernen. Und ich mache das ja schon 32 Jahre, auch mit der Hauke Hain, mit dem Fahrgastschiff. Und macht auch Spaß, muss man so sagen. Weil es was Ehrliches ist. Ihr kleiner Frachter kommt auch bei ablaufendem Wasser dicht an die Halligen heran. Wir fahren rein und werden gleich nur noch so 10, 15 cm Wasser unterm Kiel haben. Und fahren durch einen kleinen natürlichen Priel. Und da fahren wir jetzt rein. Diesen Priel machen wir uns zunutze, um bei Hochwasser dort reinzufahren in den kleinen Hafen. 50 Jahre hat ihr Frachter schon auf dem Buckel. Auf die Idee, als Dienstleister durchs Wattenmeer zu schippern, ist Bernds Vater gekommen. Mit Fiete Nissen hat auch sein Vater schon zusammengearbeitet. Fiete hat einen Entsorgungsauftrag von der Gemeinde. Bernd und Maike erledigen mit ihm zusammen die Schiedarbeit. Jedes Jahr, bevor die Gäste kommen, schippern sie den Klärschlamm von Langenes ans Festland. Alle zwei Jahre kommt dann noch der von Oland und Gröde dazu. Insgesamt 275 Kubikmeter Hallig-Schlamm allein von Langenes. 14 Tage dauert es, bis die Hallig leer gepumpt ist. Wir sind froh, dass wir so ein Frachtschiff noch haben. Und dass die Familie Dietrichsen das noch aufrecht hält. Er hat das ja von seinem Vater übernommen. Die Hallig braucht so ein Schiff. Kleine Mengen, wenig Tiefgang. Kannst du die Halligen auch anfahren. Er bringt auch Heu und Stroh und Reet und Sand und alle so kleinere Mengen, die wir brauchen. Pellets zum Beispiel. Und das kannst du mit einem größeren Schiff gar nicht bewerkstelligen. Also, wenn man ehrlich ist, ist er das letzte Schiff, das sowas noch bewerkstelligen kann. Insgesamt 17 Sickergruben müssen allein auf Langenes geleert werden. Dafür bekommt Fiete Geld von der Gemeinde. Davon bezahlt er die Hallig-Schipper.
Die arbeiten seit 3 Jahren jeden Tag auf engstem Raum zusammen. Ja, wir haben uns eigentlich erst angefaucht, so nach dem Motto, was bist du für einer? Aber irgendwie ist was Wunderschönes daraus geworden. So haben wir vor 3 Jahren geheiratet. 18. Februar hatten wir 3. Hochzeitstag. Und wo ich nie dran geglaubt hätte, dass man mit Menschen 24 Stunden, 365 Tage wunderbar auskommt. Also ich, ja, tolle Gefühle in einem drin und dass die Arbeit eben zusammen Spaß macht. Man weiß, wofür man es jetzt macht, das Ganze. Kennengelernt haben sie sich auf der Hauke Heim, ihrem Touristendampfer. Jedes Jahr muss ihr Touristendampfer in die Werft nach Husum. Generalüberholung und Schiffstüff. 2 Wochen Dock 2. Wenn es mit der Maike nichts zu fahren gibt, packt Bernd mit an. Das spart Kosten. So, letzte Feinschliff ist noch gemacht. Leider Regenwetter, wir können nicht alles schaffen. Aber die Sonne kommt wieder irgendwann. Und dann geht das mehr See, geht das wieder. Und ich bin stolz, wenn ich dran pinseln darf. Ich bin stolz, wenn ich dran arbeiten darf. Ja, ich würde sagen, das ist unser Brotkorb, ne? Das ist unsere Familie. Das ist einfach unser Leben. Bernd ist verknallt in seinen historischen Touristendampfer. Dank seiner Pflege läuft die Maschine wie geschmiert. Und das seit 60 Jahren. Trotzdem, der jährliche Werftaufenthalt ist Pflicht. Ohne den dürften er und Maike keine Gäste durchs Wattenmeer schippern. Da wird alle 5 Jahre eine Schallmessung gemacht, Ultraschallmessung, wie dick die Platten sind. Wir haben vor 2 Jahren ganz neuen Boden gekriegt, 70.000 Euro bei diesem Schiff und 60.000 Euro bei der Maike. Also sind alle technisch gut drauf, die Schiffe jetzt. Nee, das sind so die Kosten. So eine Werftliegezeit, 30.000, 40.000, dann ist nichts Großes dabei. Da sind gewaltige Kosten, auch Versicherung. Und nee, ist nicht ohne, also da muss richtig rangeklopft werden. Daher nur mit einem schönen Hemd rumstehen und am Mikrofon ein bisschen was erzählen, ist die eine Sache. Aber ein bisschen Kaufmann, ein bisschen Technik, ein bisschen Handwerker, das spielt in diesem Beruf alles zusammen und das macht es auch eigentlich aus. Ne? Auch im Fahrgastraum der Hauke Hain muss klar Schiff gemacht werden. Hier sitzen die Touristen und futtern Krabbenbrötchen, wenn es von Föhr aus auf Abenteuertour geht. Matrosin Maike erklärt dann den Gästen, wie das Ökosystem Wattenmeer funktioniert und Kapitän Bernd wird zum Touristenführer. Geplant werden die Touren von Husum aus. Bernd hält ständig Kontakt zu seinem Büro. Seit 20 Jahren laufen bei Britta Petersen alle Fäden zusammen. Ja, Britta hier, hallo. Na, Bernd, was gibt's? Mehrere Standbeine haben. Das ist wichtig. Alles gut soweit hier. Ich mache jetzt gerade die Seebestattung. Die geht dann noch raus heute. Seebestattungen, Touristenfahrten und Chartertouren. Davon und von der lukrativen Frachtschipperei lebt das Familienunternehmen, die Mini-Reederei Dietrichsen. 2 Wochen war Ebbe im Dock 2 in Husum. Jetzt wird geflutet. Die anstrengende Werftzeit ist vorbei. Keine Beanstandungen vom germanischen Lloyd, dem Schiffstüff. Alle Bleche dick genug, die Maschine überholt und frisch geschmiert. Volle Fahrt voraus, Richtung Heimathafen Wiek auf Föhr. Von dort starten die Hallig-Schipper ihre Touristentouren in den Nationalpark Wattenmeer. Frühlingswetter im Hafen von Schlütziel. Eigentlich Hauke-Hain-Wetter. Doch vor die Touristentouren hat der Schippergott noch eine Frachtfahrt gesetzt. Heute müssen Maike und Bernd mitten rein in das Herz der Hallig-Welt. Spezialauftrag vom Hafenamt. Ein Fährkapitän hat bei einem Anlegemanöver Kleinholz gemacht. Heute haben wir volles Programm nach Gröde
einen Pfahl setzen, der ist ja abgefahren worden. Und den wollen wir versuchen zu setzen. Nee, wir müssen los, kein Wasser. Wir müssen zusehen, dass wir hinkommen. Sonst, hier muss man ja mit der Tide arbeiten. Ebbe und Flut ist unser Chef. Und er meint das heute gut mit uns. Der abgeknickte Pfahl muss ersetzt werden, bevor der nächste Touristendampfergröde ansteuert. Immer wenn es schnell und unkompliziert gehen muss, sind die Frachtschipper gefragt. Flexibel sein, das ist wichtig, wenn man von der Frachtschipperei lebt. Den neuen Reibepfahl für den Anleger auf Gröde haben Maike und Bernd in Schlüttsiel an Bord genommen. Wir müssen aber sehen, ob wir da rankommen, weil wir haben Ostwindlage, Wasser läuft sehr schnell weg. Wir werden uns dann langsam rantasten. Kann auch sein, dass das nichts wird. Das ist Ebbe und Flut im Wattenmeer. Man kann eine Grundplanung machen, aber wie gesagt, wie der Tag abends endet, weiß man nicht. Das ist auch eben das Gute daran, ne? Dass eben freies Arbeiten, Freiheit und mit der Natur. Und der Natur ist der Chef. Das muss man sich mit abfinden. Das ist auch völlig in Ordnung. Fast jeden Tag fährt Maike als Matrosin bei Bernd mit. Das Ruder darf sie noch nicht in die Hand nehmen. Maike ist ja jetzt seit 3,5, 4 Jahren auf den beiden Schiffen, Hauke Hein und Maike, unterwegs. Und so ein Ziel von einem Seemann, wenn er ein bisschen mehr von sich machen möchte und hat, dann möchte man auch gern Patent machen. Und Maike, Hut ab, hat sich jetzt letzten Freitag in Flensburg angemeldet zur Schule und wird da das 500er Patent machen, AN 500. Dann wird sie Kapitänin. Ich muss dazu sagen, da waren mal zwei Männer, die haben gewettet hinter meinem Rücken, sie macht das alles nicht. Und dann habe ich gefragt, was macht sie nicht? Die macht kein Basic Safety. Und dann habe ich gesagt, kann ich das nicht oder mache ich das nicht? Das kannst du nicht und das machst du nicht. So, ich sage, melde mich da an, ich kann das. Also erstmal habe ich gesehen, dass ich die Verantwortung tragen kann in den letzten 3,5 Jahren. Wir haben so viele Steuermänner auch gehabt. Einige waren toll. Und einige überhaupt nicht. Und doch, ich traue mir das zu. Es gibt auch wirtschaftliche Gründe für Maikes Plan. Denn beim Transport von mehr als 50 Personen muss Bernd einen Steuermann anheuern. Wenn Maike das Patent hat, dann kann er den einsparen. Hallig-Gröde liegt nun voraus. Es wird immer flacher. Oh, noch sieht es gut aus. Mehr Knabber, 30 cm noch. Captain ist angespannt. Doch mit seiner fast 40-jährigen Erfahrung als Seemann und Frachtschipper bringt Bernd die Maike sicher an den Steg. Dieses Kunststück ist einem anderen Kapitän nicht gelungen. Deshalb sind sie heute hier. Um das gute Stück geht das. Da ist er einmal rückwärts gegen, knack, geht ganz schnell. Die schlauesten Kapitäne stehen an Land, kennen wir ja den Spruch. Und dann wollen wir nachher mal gucken. Wir haben jetzt Achtern, sitzen wir gleich fest, dann sitzen wir auf Grund. Die Schiffe sind ja extra dafür gebaut, dass sie auf dem Schlick liegen können. Und dann warten wir jetzt einen Augenblick, denk mal eine halbe Stunde, dann sitzt das Schiff auf, dann wackelt er auch nicht mehr. Dann setzen wir den Kran in Bewegung und dann wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen hin und her, ein bisschen hochgekriegt haben wir ihn schon. Wir waren ja schon einmal hier und haben getestet. Und dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Eine halbe Stunde später liegt die Maike auf Grund. Jetzt keine Zeit verlieren. Schließlich wollen sie mit der nächsten Flut wieder nach Hause. Für die Auswechslung des Reibepfahls bekommen Bernd und Maike einen Festpreis. Alles inklusive. Wetterkapriolen oder Pannen sind nicht eingerechnet. Derlei Risiken tragen die Hallig-Schipper selbst. Also wir haben das schon gehabt, dass die in 20 Minuten draußen waren. Und wir haben das auch schon gehabt, dass wir 3,5 Stunden daran gerüttelt haben und dann kamen die auf einmal wie ein Korken hoch und waren 12 Meter in der Erde noch. Es weiß auch nie jemand, wie weit die eingegraben worden sind damals. Das zweite Zugseil hält. Anlieferung, Ziehen und Setzen des neuen Pfahles. Ein Auftrag, den ansonsten zwei verschiedene Firmen abarbeiten müssten, erledigen Bernd und Maike ganz alleine. An einem Tag.
und immer wieder müssen sie die Arbeit unterbrechen. Denn so langsam läuft auch das Fahrgastgeschäft an. Wir haben ja auch Kurzarbeit durch die Pandemie. Und dann ist das Telefon im Büro umgestellt und läuft bei mir auf dem Handy auf. Und das sind alles Gäste, die haben nur heute super Wetter und wollen morgen gerne Seehundsbänke, Krabben fangen, was wir morgen im Programm haben, 9.30 Uhr. Und dann rufen die bei mir an und wollen natürlich gerne Plätze bestellen. Aber morgen ist schon ausverkauft, da wir ja reduziert fahren durch die Pandemie. Nö, alles gut zufrieden. So weiß ich, dass der morgige Tag in Ordnung ist. Zwei Schiffe zu unterhalten, das kostet viel Geld. Das müssen Bernd und Maike das ganze Jahr über wieder einfahren. Dabei die Personalkosten so niedrig wie möglich halten. So ist der Kapitän jetzt Kranführer und die Matrosin Brückenbauerin. Jetzt lad er mich immer runter. Präzisionsarbeit. Lad er mich noch runter. Langsam kommt das Wasser zurück. Mit der Flut wollen sie nach Hause schippern. Sitzt ja genauso wie der andere drin. Also halten tut er, das ist kein Problem. Setzen wir den Ring noch drauf, wenn wir fertig sind, dann ist die Flut auch wieder da. Und dann können wir zu unserem nächsten Einsatz losschippern. Noch schnell den eisernen Schutzring auf die Spitze. Das ist schon Routine. Denn immer öfter werden sie und ihr kleiner Frachter von der Hafengesellschaft in Dagebüll für solche Jobs angefragt. Hafenwiek auf Föhr. Hier liegt ihr Fahrgastschiff Hauke Hein. Gleich geht's mit zahlenden Gästen ins Wattenmeer. Deshalb hat Bernd nun den Blaumann gegen eine Kapitänsuniform getauscht. Den betagten Dampfer hat Maike so schick gemacht. Seitdem sie an Bord ist, gehen gute Freunde und Familie immer mit auf Tour. Renate ist eine super gute Freundin. Waldemar, das ist ein alter Langnesser. Seitdem wir seine Frau seebestattet haben, kommen wir privat mit ihm so oft es geht zusammen. Jon und Katja, das ist ein Pärchen, denen gehört da vorne so ein ganz altes, 200 Jahre altes Schiff. Dieter, mal alle die Daumen drücken. Dieter ist derjenige, der damals mit Bernd mich versucht hat zu überreden, die ersten Kurse auf der Seefahrtschule zu machen, der jetzt ganz, ganz krank zu Hause liegt und hoffentlich das noch schafft. Früher ist Bernd an manchen Tagen mit bis zu 200 Touristen rausgefahren. Wegen Corona dürfen sie nur 50 Gäste mit ins Wattenmeer nehmen. Das wollen sie auch nach der Pandemie so beibehalten. Die Fahrpreise etwas erhöhen und dann etwas mehr Zeit haben für jeden einzelnen Gast. Heute sprechen wir von 10 Halligen sowie auch wiederum 5 Inseln. Was uns geblieben ist aus der guten alten Zeit, ist das Land unter, die Sturmflut der Knacker. Das kann man nicht lernen. Entweder man ist als Mensch so mitteilungsbedürftig und möchte seine Heimat erklären. Das, glaube ich, kann man nicht lernen. Also das wird zu gespielt, das Ganze. Und das möchte ich auf keinen Fall rüberbringen. Das sind auch die Jahre. Ich mache das jetzt, wie gesagt, seit 1988. Man hat schon tausende Leute an Bord gehabt. Heute haben die Gäste für 35 Euro pro Nase bei Maike und Bernd die Abenteuertour mit Seetierfang gebucht. Wattenmeer zum Anfassen. In ihrem alten Leben auf Föhr hat Maike auch im Tourismus gearbeitet. Auf der Hauke Hein erklärt sie nun den Gästen, was auf dem Grund des Wattenmeeres so alles herumkrabbelt. Ich fange mal mit den Strandkrabben an. Wir sagen im Plattdeutschen Dwarslöper dazu. Guck dir mal ganz genau an. Die können nur von links nach rechts und von rechts nach links laufen. Nach vorne und nach hinten, da sind sie zu doof zu. Guck mal, Klaus, du siehst das. Nicht dazwischen quatschen. Vor langer Zeit hatten die nur 10 Beine und einen Schwanz. So, und dann hat der liebe Gott vorne einfach Scheren dran gemacht. Und den Schwanz, den hat er umklappen lassen unterm Bauch. Bernd und Maike nehmen sich viel Zeit für ihre Gäste. Heben das Netz ein zweites Mal. Hallo, nicht ärgern, das sind Tiere.
Ja, das sind Tiere, die lassen wir gleich wieder raus. Dieses Mal ist ein kleiner Hummer ins Netz gegangen. Wir haben dann mal diesen Babyhummer rausgeholt. Ich habe letzte Woche einen gehabt, da habe ich schon echt ein bisschen Schiss gekriegt. Der war so lang, ich habe Bilder davon. Der hatte Scheren, ich habe Scherenbilder, die waren fast dreimal so groß wie meine Hand. Und als ich ihn dann aus dem Becken geholt habe, dann hat der richtig nach mir geschlagen. Bernd hat gerade übers Handy von Föhr eine traurige Nachricht erhalten. Ja, langjähriger Freund, der immer für uns da gewesen ist. Mir kommt schon wieder die Gänsehaut hier. Dieter Denker, weit bekannt im Wattenmeer als guter alter Fischer, ist heute Morgen eingeschlafen. Wollen wir mal abwarten. Also ich denke mal, wir werden ihn mit auf Seebestattung auf der Haukeheim mit rausnehmen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen mit Dieter, wie er zu Lebzeiten noch unterwegs war. Und das wäre uns auch eine Ehre, wenn wir das für die Familie machen dürfen. Wir haben aus Solidarität auch heute Halbmast geflaggt auf der Haukeheim. Da, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund Abschied genommen hat, die Schiffsplanken verlassen hat. Auf der Weiterfahrt zum Japsand, einer großen vorgelagerten Sandbank, werden alle gefangenen Seetiere wieder freigelassen. Als erstes ist der Mini-Homer dran. So, jetzt darfst du ihn runterlassen. Ja, dann geben wir den Homer die runter. Mit so, und du machst es jetzt. So, tschüss. Durch das erhöhte Eintrittsgeld kommen weniger Gäste. So ist mehr Platz an Bord und Zeit, um sich kennenzulernen. Einmal ist es das Tempo, also sprich, dass es eben nicht schnell geht und man auch Zeit hat, sich aufs Wattenmeer einzulassen, wenn man mit den Dietrichsens fährt. Das ist ehrlich und man ist dadurch einfach mit den Leuten hier tiefer verbunden. Und hier hat man das Gefühl, man kann wirklich die Leute auch unterstützen. An dieser Stelle dürfen nur ganz wenige Fahrgastschiffe mit Touristen anlegen. Der Japsand liegt mitten im Weltnaturerbe Nationalpark Wattenmeer, der größten zusammenhängenden Wattlandschaft der Welt. Das gesamte Gebiet steht unter Naturschutz. Gehen Sie nach links weg, links wird flacher. Links! 45 Gäste haben heute die vierstündige Ausfahrt gebucht. Also es lag bestimmt auch am Titel. Also Abenteuer steht nur bei der. Nein, wir haben halt zwei Jungs, ne? Und die Aussicht, Bernstein zu finden, das fanden sie halt ganz toll. Genau. Und dann die Kombination mit ein bisschen Baden, Seetierfang und dann noch die Robben noch besichtigen, hatten wir sonst auch nirgends diese Kombination. Deswegen hat es haben wir das gewählt. Ganz toll. Das heißt ja irgendwie immer, die werden eher verschlossen, so die Norddeutschen, aber das empfinden wir gar nicht so. Nein. Auch sehr authentisch, von der Wirkung her, so frei raus, von der Leber weg. Und das kommt bei uns gut an, auf alle Fälle. Ja. Maike und Bernd haben eine Sondergenehmigung vom Nationalparkamt. Deshalb dürfen ihre Gäste hier aussteigen. Eine Stunde spazieren gehen in einem empfindlichen Ökosystem, in dem immer schnellere Fähren herumdüsen und immer mehr Freizeitsportler Erholung suchen. Naja, die Kajakfahrer, es gibt die eine Sorte, die weiß, dass sie hier in der freien Natur unterwegs ist und sich dementsprechend auch verhält. Leider gibt es auch ganz, ganz viele, die wissen nicht so recht, mit der Natur umzugehen, kann man den noch nicht mal für übel nehmen, weil die kommen aus der Großstadt. Wir hatten, das ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen, da war Kajakwoche hier gewesen. Eine Woche, da waren hier über 300, 400 Kajaks unterwegs. Da haben wir fast 10 Tage keine Seehunde mehr auf den Sandbänken gesehen. Die haben sich gut benommen, muss ich sagen, wie gesagt. Die haben sich hier trocken fallen lassen. Aber wir erleben das immer wieder. Ich bin auf Hoge groß geworden, das ist meine Heimat. Maike ist auf Föhr groß geworden. Wir sehen die Veränderungen. Wir können sie nicht stoppen, dafür sind wir zu klein, aber wir können darauf hinweisen. Jawohl, einfach. Jawohl. Ja. Super machst du das, Alisa, toll. Toll machst du das, klasse. Dieses Abfahrtsignal sollten die Gäste nicht verpassen.
Also wie gesagt, wenn ihr nasse Büchsen anhabt, zieht sie einfach aus und dann ist das auch okay. Ja, die letzten Leute kommen an Bord, wir werden dann gleich ablegen und dann geht unsere Reise Richtung Sandbank Seehunde an einer Stelle, wo der Schnellverkehr nicht vorbeigeht, bei Langeness. Und da werden wir uns gleich eine ganze Menge Seehunde ansehen in einem Fahrwasser, das nur von Dickschiffen befahren wird. Heute haben die Gäste richtig Glück. So viele Seehunde liegen selten auf den Bänken. Kurz vor dem Ende der Abenteuertour bittet der Kapitän alle Kinder auf die Brücke. Lenja, auch du bist Kapitänin heute. Eine Stunde später liegt die Hauke Hain wieder im Wieker Hafen. Zeit für ein kurzes Familientreffen. Maikes Tochter lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auf Föhr. Und wenn die Hauke Hain längst kommt, ist das eine gute Gelegenheit, die Oma zu sehen. Seitdem Bernd und Maike nur noch maximal 50 Gäste betreuen, haben sie zwischen den Fahrten wieder mehr Zeit für die eigene Familie. Also wir haben das gehabt, wie wir die ersten Touren gemacht haben, mit wenig Leuten. Was Besonderes, dass man abends todmüde ist, weil man ganz viel gibt, aber die Leute gehen total zufrieden von Bord. Und das ist das Einzige, was echt schön ist. Also dann lieber kaputt sein abends, als Bauchweh zu haben, was zu verkaufen, was nicht schön ist. So, und die hier. Hier oben auf dem Sonnendeck der Hauke Hain haben sie vor 3 Jahren gefeiert. Nach ihrer standesamtlichen Trauung auf dem Japsand. Auf den kirchlichen Segen mussten Maike und Bernd allerdings noch etwas warten. Es hat nichts geklappt. Damals unser Pastor, der Pastor meiner Wahl, dem wird so schnell schlecht auf dem Schiff. Der hat sich geweigert, mit an Bord zu kommen, um uns zu trauen. Und ein Jahr später sitzt ein Pastorenehepaar bei mir am Tresen unten. Ich erzähle ihnen die Geschichte und dann sagt sie, ja, dann gehst du jetzt hoch und sagst Bernd Bescheid. Ich sage, einen Teufel werde ich tun, ich frage den doch nicht, ob er mich jetzt hier heiraten will. Ne? Ich sage, jetzt geh du mal hoch. Und dann geht sie hoch und dann erzählt sie ihm das so nach dem Motto, sie hätte ja die Geschichte gehört und wäre das nicht schön, wenn sie uns trauen würde, so auf der Hälfte von unseren Geburtsorten und so. Und da hat er wohl Pipi in den Augen gekriegt und sagt, oh ja und so, ne, frag mal Maike. Und dann sagt sie, schick mich hoch. Ne? So bekamen sie dann auch auf hoher See ihren kirchlichen Segen. Ein paar Tage später wieder Frachtschipper. Auf Amrum wartet Bauer Martinen mit 100 Tonnen Winterhafer. Seit ein paar Jahren schippern Maike und Bernd regelmäßig die Jahresernte der Martinens ans Festland. Und jetzt sind wir auf dem Weg dorthin eben und holen jetzt deren Ernte ab, deren Lohn, was sie das Jahr über ausgebracht haben und eingearbeitet haben. Das ist schon eine Wertschätzung. Nach einer Stunde Fahrt kommt die Nordseeinsel Amrum in Sicht. Noch ein paar Wochen, dann beginnt für Maike der Unterricht auf der Seefahrtschule in Flensburg. Am alten Hafen Steenodde baden die Inselkinder und wie früher verschifft der Inselbauer von hier seine Ernte ans Festland. Die Schotten noch reinschrauben. Maike, nimm doch mal einen Föhrlin, ruht irgendwo da. Die klappt, sonst fliegt's weg. Jungbauer Oke Martinen fegt noch schnell den Laderaum durch. Den Winterhafer, der hier gleich tonnenweise reinrieselt, haben er und sein Vater Irk im September des Vorjahres gesät. Der Winterhafer lief ganz gut, auch gut gedroschen. Aber der Roggen, das ist Katastrophe dieses Jahr. Ganz schlimm Gänsefraß gehabt, Frühjahrstrockenheit. Auch Altbauer Irk Martinen und Maike schnacken über die miese Roggenernte. Wegen der Gülst. Gänse, hauptsächlich Gänse. Ja. Also so ein Schaden wie dieser haben wir noch nicht gehabt. Aber ich weiß auch nicht, wie die sich das vorstellen, wie das weitergehen soll. Ich habe jetzt gerade im Bauernblatt einen großen Bericht gelesen, 85.000 müssen sein, um die Population zu halten. Wir haben aber nur hier oben 280.000. Maike versteht das Problem. Schließlich redet sie jeden Tag mit den Insel- und Hallig-Leuten. Wenn er jetzt sagt, da sind zu viele Gänse, ne, dann sage ich ja nicht, die müssen jetzt tot gestreichelt werden.
Das ist ein echtes Problem. Auf Gröde bis 1980 sind da komplette Bauernbetriebe gewesen, Milchbetriebe. Seit 1980 haben sie es eingestellt, weil die Gänse das ganze Heu weg, das ganze Gras wegfressen und man kein Heu mehr machen kann. Der Winterhafer der Martinens hat die Gänseinvasion gut überstanden. Die Qualität des Getreides ist hoch. 160 Euro bekommen sie für die Tonne. Die Martinens sind die letzten ihrer Art, genau wie die Hallig-Schipper. Das sind ordentliche Leute, die müssen unterstützt werden, genauso wie die uns unterstützen. Das läuft doch alles. Also ich finde das gut. Wir sind ja froh, dass die das weitermachen, denn wir haben ja schon mit dem Schiff, mit dem Voreichner da gefahren und das klappte ja nicht. Weil aber das, mit Bernd und Maike, das geht richtig gut. Maike hat Irk erzählt, dass sie im Herbst noch mal zur Schule gehen will, um Kapitänin zu werden. Wenn Maike jetzt auch noch Patent macht, dann sehen wir die noch öfter. Und Bernd liegt auf dem Sofa und Maike genau. Bis zu 100 Tonnen Getreide kann der kleine Frachter der Hallig-Schipper bunkern. Irks Frau Birgit ist mit dem Abendbrot gekommen. Die Damen nutzen die Gelegenheit. Dann müssen wir uns ja mal die Neuigkeiten erzählen. Ja. Man schludert ja auch. Ach echt? Über wen? Über das Leben. Bis kurz vor Sonnenuntergang wird gebunkert. Vor der Abfahrt gibt es noch Abendbrot aus dem Kofferraum. Ein langer Tag für Inselbauern und Hallig-Schipper. Deshalb kann so ein Tag nicht zu Ende gehen. Den Morgen mitbekommen, den Tag mit Baden, mit Gröde. So, dann sind wir hier. Ne? Ladung ist gleich drin. Dann geht's wieder ab zum Festland. Mhm. Mütze voll Schlaf und morgen früh um 6 dann löschen. Mehr als 6 Stunden werden sie heute gegen das ablaufende Wasser brauchen. Die Natur ist der Chef. Auch an diesem Tag. Ein paar Tage später in Husum. Wegen Corona ist Britta Petersen nur ein paar Stunden in der Woche im Büro. Auch Bernd musste Kurzarbeit anmelden. In den hinteren Räumen haben es sich Maike und Bernd gemütlich gemacht. Ihr Ruheraum nach anstrengenden Tagen. Im Sommer sind sie selten zu Hause. Die Kinder der beiden sind längst erwachsen, aber jetzt haben sie noch einmal Nachwuchs. Seit ein paar Wochen ist Styrbord ihr Lebensmittelpunkt. Der Lütte soll natürlich ein Seehund werden und in ein paar Wochen mit auf große Fahrt gehen. Nun ist aber ja die Frage, nimmt man nun einen großen Hund, den kriegt man auf dem Schiff nicht die Treppen rauf, den kriegst du an der Kaimauer nicht hoch. Und naja, da sind wir auf so einen Bologna-Svetner gekommen. Wird ja in der Gesellschaft schnell als Fußhupe abgetan. Quiekt auch schön, alles gut. Glaube ich, passt gut in unser Leben, wenn der mal mit uns zufrieden ist. Die wenigen freien Stunden gemeinsam genießen. Morgen geht's von Föhr aus wieder auf Abenteuertour ins Wattenmeer. In der Saison ist das einfach nur ein Platz zum Wäschewechseln. Also wir sind ja ganz selten hier. Wir kommen spät abends an, schnell die Tasche für den nächsten Tag gepackt und gleich wieder los. Wenn wir wirklich mal ein bisschen Zeit haben, so wie heute, dann kochen wir was Schönes. Also wir essen lieber zu Hause, als dass wir essen gehen. Und einfach mal ein paar Stunden nichts machen. Sonst ist es wirklich so, dass wir jeden Tag im Sommer unterwegs sind und eigentlich dieses schöne Zuhause zu kurz kommt. Genießen wir im Winter natürlich umso mehr. Und Maike hat das richtig schick gemacht hier, also muss ich sagen, da bin ich richtig froh. So ein Mann hat er ja nicht so ein Gespür für, mehr für die Technik. Nee, das ist eine tolle Sache. Das ist ein Kronkompass. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ein alter Kompass, oben ist eine Krone, also wahrscheinlich vom Material her gar nicht wertvoll. Aber sowas hat früher der Kapitän über seinem Bett hängen gehabt. Na, wenn oben denn der Steuermann gesteuert hat, dann konnte der Kapitän im Bett liegen, na, ob sie immer noch richtig fahren. Und das Ding finde ich so toll, ich habe das noch niemals vorher gesehen. Und das wollte ich unbedingt haben.
An Arbeitstagen schlafen und kochen Maike und Bernd oft auf ihren Schiffen. Heute ist die Kombüse in Husum warm. Boah, Maikes berüchtigste Knoblauchsoße. Weltweit bekannt, gibt es immer auf den Grillfahrten auf der Hauge Hain. Ganz selten wird der Kapitän zum Smoothie. Heute gibt es ein ganz besonderes Abendbrot. Die wichtigste Zutat haben sie von einer Frachttour mitgebracht. Ja, kochen kann ich eigentlich nicht. Aber was wir hier jetzt haben, das ist was ganz Besonderes. Und zwar Oländer Highlander Hack. Von Highlander. Von Hanni und Irina, dem Postbüdel von Oland. Der hat auf Oland immer Highlander laufen. Wir waren auf Oland mit dem Frachter, mit der Maike. Und haben da Fracht abgeholt. Und dann kamen wir da nicht wieder raus, weil wir kein Wasser hatten. Sind wir 3 Tage, sind wir da, mussten wir da liegen bleiben. Und dann kamen wir mit Hanni ins Gespräch. Und dann sagt er, Mensch, haben wir denn was zu essen an Bord? Boah, da ist ein Brot und ein Salat und Schiet und Mist. Und dann sagt er, du schaffst mal was ganz Gutes mit her. Und dann kam er mit einer so einer Wurst hier an. Und dann sagt er, aber ihr müsst mir versprechen, ihr nehmt bloß Sold. Kein Zwiebeln, kein Brot, kein Gunnig. Bloß Sold. Das haben wir gemacht. Und das kriegt sogar so ein Kapitän hin, der nicht, eigentlich gar nicht kochen kann. Später Abend im Wattenmeer. Noch immer sind Bernd und Maike mit der Hauke Hain unterwegs. Abenteuertour und Seetierfang haben sie heute schon hinter sich. Und als alle Gäste von Bord waren, haben sie von der Nachbarhallig Hoge Freunde abgeholt. Mit denen geht's jetzt nach Langeness, zum legendären Halunkenabend auf Ketelswarft. Das ist Herzenssache. Und Sommer gibt dann so viel Adrenalin, dass man nicht nur für die Arbeit da ist und auch nicht nur für die Gäste oder, also wirklich, man hat auch ein Privatleben, wenn auch ein kleines, aber das muss man sich schon ein bisschen zurechtrücken. Und Langeness, der Halunkenabend bei Virginia, das ist eine feine Sache, das macht Spaß. Da sammelt man auch wieder Kraft für die nächsten Tage. Und was hat mein Opa Bandig immer gesagt, geschlafen wird im Winter. Ne? Kurz vor Sonnenuntergang liegt die Partygesellschaft im Hafen von Langeness und wartet auf ihren Kutscher, der sie gleich zur Feier bringt. Feierabend. Endlich auch für Bernd. Zeit für einen Schnack über Land und Leute. Hallig Leute sind alles anstrengende Menschen. Die haben alle einen eigenen Kopf. Und müssen sie auch haben. Sie müssen ja mit der Natur klarkommen. Mit Menschen, die nicht weglaufen können. Man ist ja auf dem Fleck gebunden. Härtere Arbeit wahrscheinlich als auf dem Festland. Arbeitszeiten gibt es nicht. Seht ihr ja bei uns. Ist einfach so. Wir fahren in Urlaub, wenn die Zeit es zulässt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich mache das nur 33 Jahre. Ich glaube, der Vorteil ist einfach, wir kennen unheimlich viele Leute hier auf den Halligen. Wir haben auch das große Glück, dass wir andauernd auf Halligen sind und die Leute näher kennen. Und man hat so tolle Sachen, die so dicht dran sind. Zur Party fährt sie gleich der Langenesser Freak. Der kennt die Hauke Hain seit der Sturmflut von 1962. Damals hieß das Schiff noch Amrum und brachte Trinkwasser. Das war 16. Februar 62, ja. Der Hauke Hain war die erste Dampfer, die uns helfen hat. Die Wasser gebracht hat und also, das war der Hauke Hain, ja. Ja. Und da kam von anderen Werften so Sessel und Tische und Türen und sowas angetrieben, Fenster. Und da dachte die Besatzung, es gibt kein Leben mehr auf der Hallig, ne? Aber die Leute sind doch alle wohlbehalten geblieben. Singen oder was? Ich sag, ich mach gern singen, aber ich kann nicht. Solche Abende sind selten im nordfriesischen Wattenmeer. Alles muss passen. Ebbe und Flut, das Wetter. Immer dann, wenn alles zusammenpasst, lädt Wirtin Virginia spontan zum Halunkenabend. Das spricht sich schnell herum auf den umliegenden Halligen. Ein Treffpunkt für Einheimische, die sich im Sommer sonst eher selten sehen. Ich bin
Eckbert sehe ich dann Hütte. Man sieht Bernd immer am Horizont fahren, wenn alle anderen Schiffe schon in den Häfen liegen. Und dann ja, freue ich mich, wenn er mit Mike vorbeikommt. Das ist nicht oft, aber sehr nett. Ja. Wirtin Virginia am Schifferklavier und Bruno an der Teufelsgeige. Ein Eigenbau aus Handstock, Gurkenfass und Kuhglocke. Die Langenesser Helga und Günther Präger hatten im Frühjahr die Hauke Hain für ein ganz besonderes Fest gechartert. 60-jähriges Ehejubiläum feiern. Ja. Und das wurde ja leider nichts durch die Corona-Geschichte. Ja, nun hoffen wir, dass wir das nächstes Jahr nachholen können. Ja. Nee? Wenn Hallig Leute Einwohner, keine Gäste, keine Zugezogenen, dann überlegen wir uns das zweimal, ob wir das Fest machen. Wenn das Einheimische sind, die hier geboren sind, die hier groß geworden sind. Und die beiden, die kennen die Hauke Hain ja noch als Amrum. Die kennen die Hauke Hain noch von 62. Die wissen, das erste Trinkwasser ist mit der Hauke Hain nach der Sturmflut gebracht worden, was Freck vorhin erzählt hat. Das Schiff hat ja eine Verbindung zu diesen Halligen. Das steckt drin in den Leuten. Das ist einfach so. Und darum freuen wir uns, wenn die Tour zustande kommt. Das sind einfach schöne Feste. Bis weit nach Mitternacht singen die Halunken an diesem ungewöhnlich warmen Sommerabend auf Langeness. Seefahrtschule Flensburg. Hier werden Seeleute zu Kapitäninnen oder Kapitänen gemacht. Hier hat Maike stundenlang am Schiffssimulator gestanden. Ihr Lehrer, Hello Potthoff, ist selbst 30 Jahre auf großer Fahrt gewesen und hat auf vielen echten Schiffsbrücken gestanden. Wir haben hier einen Mittelläufer, Achter raus. Der ist natürlich schneller, weil wir recht langsam unterwegs sind. Und wir ändern deswegen mal unseren Kurs dann nach Steuerbord. Dann machen wir weiter mit der Routenplanung. Wenn Sie also hier unter Route Planning gehen, in das Menü. Und dann auf New gehen, also eine neue Route planen. Und jetzt den Wegepunkt 0 hinter unser Schiff legen. Hier ist unser Fahrzeug im Moment. Dahinter legen, genau. Ich bin einfach keine, die mit dem Computer rumhantieren macht. Also alles, was mit Technik zu tun hat. Also Technik jetzt nicht irgendwas zusammenbauen, auf so einen Monitor gucken. Das ist einfach nicht mein, noch nie gewesen. Ich brauchte das nie. Und das ist was, was mir unglaublich schwer fällt, mit dieser Technik rumzuhantieren. Schule und Frachtschipperei. Ein anstrengender Spagat. Einige Male war Maike kurz davor, die Brocken einfach hinzuschmeißen. Das ist ja nicht nur, dass ich vorher keine Ahnung hatte, auf so einer Schule sitze, mit dieser ganzen Navigation, es ist ja so viel auf einmal, dann bin ich keine 25, dann sitzt du voll in den Wechseljahre und dann steht so ein Lehrer noch neben dir, ne? Also ich bin da doch schon zwei, dreimal fast ausgeflippt. Ne? Naja, also das war alles im Rahmen, nur sie wollte eine Klausur vorzeitig abgeben und sie hat gesagt, ich pack zusammen. Ich habe gesagt, Frau Dietrichsen, Sie packen dich zusammen. Doch, ich pack zusammen. Und dann habe ich gesagt, wo sind Sie denn? Ich habe das ja gesehen in Ihrer Arbeit, wo Sie gerade stehen. Dann habe ich ihr einen kleinen Ansatz gegeben. Ach so, jetzt verstehe ich das, sagt sie. Muss ich so und so? Ja, ich sage so, wie wir das immer gemacht haben. Hat sie weitergemacht. Der Touristendampfer, die Hauke Hain, liegt in der Husumer Werft. Zur alljährlichen Inspektion. Stürbord darf jetzt mit an Deck. Er hat sich mittlerweile zu einem Bordhund gemausert. Seine Frau sieht Bernd in dieser Zeit nur selten. Maike paukt Tag und Nacht für ihr Kapitänspatent. Da kann man richtig stolz sein, dass diese Frau diesen Weg gewählt hat, war ihr eigener Weg, den wollte sie unbedingt machen. Aber kämpft sich richtig schwer durch in der Schule, weil Seefahrtmaterie ist ja erst seit 3 Jahren erst. Sie hat ja vorher was ganz anderes gemacht. Fängt an bei den ganzen seemännischen Begriffen.
wie Trim, wie Stabilität, wie Musti Saarling, keine Ahnung, was man als Matrose so in den Kinderschuhen mitbekommt. Das lernen sie jetzt innerhalb vom halben Jahr, kniet sich da richtig rein. Bernd hat sein Kapitänspatent vor mehr als 30 Jahren gemacht. Über vieles, was Maike heute lernen muss, kann er nur staunen. Nur mal als Beispiel, Stickstoffanteil einer Banane, einer Zitrusfrucht. Sollen die lernen, Atome, Neutrone sollen die lernen. Ich habe mit dem Direktor gesprochen, sagt der Lehrplan vor. Ich sage, Leute, die Leute bei uns werden ja nie mit einer Banane in Verbindung kommen, die sie fahren werden. Aber er sagt, das ist so. Schneiden wir an das Thema, ziehen wir durch, wir verstehen es auch nicht, aber das sagt der Lehrplan eben. Ganz netter Mann, muss ich sagen. Ich habe auch gesagt, Maike, wenn dir das zu viel wird, dann lass es einfach. Aber da hat sie zu viel Friesenstolz. Das ist ein hartes Brot, aber ich hoffe, sie schafft das. Ich drücke ganz doll die Daumen. Seit dem Morgengrauen sind Maike und Bernd auf den Beinen. Beladen ihren Frachter im Hafen von Schlütziel. Eine harte Zeit liegt hinter ihnen. Also am Anfang habe ich echt meine Schwierigkeiten gehabt, weil das sind so viele Sachen, von denen ich ja gar nicht nichts wusste. Ich habe mich da so reingekämpft. Bernd war selten zu Hause. Also ich habe noch nie so ein schreckliches halbes Jahr gehabt. Also Bernd musste, also wirklich, ne? Das ist also nicht übertrieben. Ganz am Anfang habe ich gesagt, okay, in der Woche zur Schule, am Wochenende helfe ich Bernd. Ich habe Weihnachten ausfallen lassen, ich habe keine Geschenke gekauft. Für mich war also nur noch in dieser Schule, ne? Das war das Einzige, was ich so die ganze Zeit hatte. Wann immer Zeit dafür war, hat Bernd mit Maike gelernt. Mehrfach endete das Homeschooling mit einem Ehekrach. War auch dabei. Ja. Muss man ehrlich sein, war auch dabei. Doch, ich war dann auch so sauer, dass er schon nicht mehr in meine Nähe gekommen ist. Das war auch das Maß, wo er sich nicht mehr getraut hat, mich weder in den Arm zu nehmen, noch mir gut zuzureden. Also da hat der Rest der Welt eigentlich drauf gewartet, dass ich alles hinschmeiße. Also das, aber hat sie gut gemacht. Heute erledigen die Hallig-Schipper einen Spezialauftrag. Wir wohnen heute in Hallig-Hooge, da wird ein bisschen, ja, Baumärkte haben zu. Bauunternehmen haben noch auf hier, soll ein bisschen was gemacht werden auf Hooge. Einer renoviert sein Badezimmer so ein bisschen und ja, so ein bisschen was zum Basteln zur Hallig bringen. Wir sind gestern Abend, wir sind auf Föhr am Schlickfahren eigentlich, den Yachthafen ausbaggern. Und da sind wir heute Nacht gekommen, waren um 11 fertig mit Laderaum waschen und alles. Dann bei Glatteis nach Hause, kleine Mütze voll Schlaf mit Stürbord und Maike. Und heute Morgen wieder los, ne? Aber bei so einem Wetter heute genial. Es wird noch eine Weile dauern, bis Maike ihr Ziel erreicht hat. Denn auch als Steuerfrau muss sie noch ein Jahr zur See fahren, bevor sie zur Kapitänin ernannt wird. Das Ziel ist schon, dass sie natürlich selber anlegen, ablegen, fahren soll. Also das ist ganz wichtig, ne? Das ist wie als wenn du einen Führerschein machst und hast hinterher kein Auto. Also mir liegt das sehr am Herzen, dass sie beide Schiffe auf jeden Fall auch als Kapitän dann irgendwann, ja, beherbergen, befehlen darf, wie auch immer, also, dass sie das machen kann. So, und seitdem ich Motoren in der Schule hatte, Navigation oder sei das irgendwelche elektrischen Geräte, die wir noch gar nicht an Bord haben, wo ich aber den Schein gemacht habe, können wir uns ganz anders unterhalten. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt fange ich an, seine Sprache zu sprechen. Ne? So, und ich glaube, jetzt wären wir schon eine Zumutung für andere Menschen. Die Hooger sind froh, dass sie wieder Baumaterial auf ihrer Hallig haben. Wenn die Ladung gelöscht ist, nimmt Maike die Fähre zurück ans Festland. Für Bernd ist der Arbeitstag noch lange nicht vorbei. Nee, wir gehen jetzt mit der Flut an Langenest vorbei nach Wiggerföhr
und nachher heute Nachmittag um 3 nochmal ein bisschen Schlickbaggern, 2 Touren. Dann ist heute Abend so 21 Uhr Feierabend. Morgen geht's weiter. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Ne, Mausebär. Husum. Stundenlang haben Maike und Bernd zu Hause gelernt. Beim Thema Navigation konnte Bernd ihr gut helfen. In dem Fach kennt er sich aus. Das hat sich kaum verändert. Ups. Das ist unter die 38,2 Nord. Ja. Bernd hat ganz anders für sein Patent gelernt als Maike. 38,2. Bei Maike ist das so, die will ja am liebsten die Formel erklärt haben. Warum bin ich da hingekommen? Die Zeit hat man ja gar nicht. Du kannst nicht so tief einsteigen da. Und das bewundere ich eigentlich an ihr. Sie lässt ja nicht locker. Die beißt sich fest wie so ein kleiner Terrier. Und erst wenn sie es begriffen hat, dann lässt sie los. Und dadurch kommt natürlich zustande, dass sie morgens um 4 aufsteht, duscht, setzt sich mit dem Kaffee nach unten und fängt an, in der Karte rumzupinseln. Und abends um 10 ist sie immer noch nicht durch damit. Ne? Das sollst du ja auch mal erstmal aushalten. Das war ja so von Anfang an die Motivation. Du willst da einfach auch was von können und nicht bloß der Blödmann vom Dienst sein, der da irgendwann den Kaffee von links nach rechts schiebt. Oder diese Sprüche wie, Sie sind ja Kapitänsfrau. Ich sag, was bin ich? Ja, Sie sind doch die Frau vom Kapitän. Ich sag, wenn ich morgen einen Arzt heirate, bin ich ja auch nicht Arztfrau, ne? Und das war so, ich will das nicht mehr. Also ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Und wenn ich einmal was zusag, dann mache ich das. Kurz vor Sonnenaufgang. Frachtfahrt nach Amrum. Hafen Schlütziel. Maike und Bernd sind seit dem Morgengrauen auf den Beinen. Maike wurde freigesprochen. Sie ist jetzt steuerfrei. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast es ja geschafft. Ja. Es ist toll, dass ich das hinter mir habe. Ich möchte das nicht nochmal machen. Na, aber ich habe auch einen Heidenrespekt natürlich echt vor unserem Wattenmeer. Und ich glaube auch, dass es eines der schwierigsten Fahrtgebiete ist, weil es sich ja stündlich ändert. Na, nicht nur, dass die gleiche Fläche sich alle Stunde ändert, sondern die Sandbänke, die verschieben sich. Und alle paar Wochen sitzt man auf irgendwas, was vorher nicht da gewesen ist. Bestanden. Note 2,3. Das Ergebnis kam wegen Corona per Post. Jetzt geht's an das Praxisjahr. Wir haben einen sehr schönen Auftrag vom Hafenamt auf in Wiggerförde den Hafen ausbaggern, den Sportboothafen. Macht sehr viel Spaß. Und da hat Maike auch schon das Ruder in der Hand. Ich sitze dann auf dem Bagger. Das wird draußen auf Tiefwasser, wird das verklappt wieder. Und dann hat Maike schon mal das Ruder in der Hand. Was wir jetzt ein bisschen Feinschliff machen müssen, Maschine an- und ablegen. Und das kriegen wir aber hin. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Ich freue mich immer über Leute, die das annehmen und die das wollen. Da gehören Sie dazu. Und wir haben auch viele Steuerleute schon gehabt. Die sind jetzt bei der Wicker Dampfschiffreederei als Kapitäne und Steuerleute. Die haben wir genauso eingefahren. Also es macht Spaß, das weiterzugeben. 40 Tonnen Dünger durchs Wattenmeer schippern, das ist ein schwieriges Manöver. Deshalb behält heute Bernd das Ruder in der Hand. Wir haben heute eine ganz große Aufgabe nach Amrum zu den Martins. Die Saison beginnt, der Frühling ist da, Dünger muss rüber. Wichtige Fracht für die Inselbauern. Direkt nach dem Laden können sie noch nicht losschippern, zu wenig Wasser. Vor einiger Zeit haben sie ihren verstorbenen Freund Dieter, wie versprochen, auf See bestattet. Zeit für Erinnerungen. Also Dieter hat immer... Er hat immer gesagt, mock doch nicht so viel Opfern von. Aber gefreut hat er sich ganz dolle. Seine Enkeltöchter waren da, die haben alle Tracht angehabt mit der Trauerschürze.
Das war also schön. Ein Handyvideo haben sie von diesem Tag. Im Hafen beim Rausfahren. Wir durften ja aufgrund der Pandemie durften wir ja nicht so viele Leute mitnehmen, nur 10 Leute. Stand der ganze Hafen voll an der Mole mit Führern, ne? Alten Fischern und die immer mit die da zu tun hatten. Und es war schon echt ergreifend. Das war ein würdiger, toller Abschied. Eine Stunde bis Amrum. Seit ein paar Tagen ist Maike nun Steuerfrau. Um Kapitänin zu werden, muss sie das Patent jetzt noch ein Jahr ausfahren. Auch auf anderen Schiffen. Da hatten wir uns dann umgehört und Seefahrt. Da sind eine Handvoll feste Mannschaft ist da. Der Rest sind oftmals Philippinen und die brauchen niemanden. Und wir haben das große Glück, dass wir einen holländischen Bekannten haben. Und der wiederum hat einen Freund, der hat eine eigene Reederei mit 8 Schiffen. Und ich darf jetzt auf einem von diesen Schiffen mitfahren. Mich freut, dass Maike das erleben kann. Und das, was sie gelernt hat, dass sie das da auch in die Praxis umsetzen kann. Weil Theorie und Praxis, wissen wir alle, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das, denke ich, wird eine tolle Reise werden, wie auch. Nachhaltig bleiben. Belgien, Spanien, Frankreich, durch den Bosporuskanal ins Schwarze Meer bis Istanbul. Länder und Städte, die Maike bald von Seeseite sehen wird. Sie ist angekommen. Der Frachter Maike auch. Auf Amrum. Die Fahrt hat länger gedauert als gedacht. Bernd musste ein paar frisch aufgespülte Sandbänke umkurven. Die Natur ist der Chef. Traditionell gibt es bei den Inselbauern nach der Arbeit eine Stärkung. Wegen der Corona-Lage heute direkt aus der Futterluke. Maike hat Jungbauer Oke erzählt, dass sie nun Steuerfrau ist. Ja, ich finde das auch gut. Einmal ist sie ja lang genug dabei. Und zum anderen muss das ja auch irgendwie weitergehen. Also ich meine, Bernd hat ja öfters mal welche zur Aushilfe gehabt oder so. Aber das ist ja nichts Konstantes. Und vor allem in der Frachtschifffahrt, denke ich mal, ist ja auch die Aufträge nicht so konstant. Und wenn Maike das dann mit übernehmen kann, ist das natürlich super. Schon jetzt sparen sie sich einen zusätzlichen Steuermann. Und in einem Jahr kann Maike den Touristendampfer, die Hauke Hain und die Maike als Kapitänin fahren. Ja, ich glaube, wir haben da selber nicht dran geglaubt, dass das alles so schön durchläuft und fühlt sich auch richtig gut an. Ja, und wir glauben, wie gesagt, auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch mit dem Ganzen, so was wir machen, ne?